Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute, wie die letzten Jahre meine Einkäufe, die ich alle 2021 getätigt habe. Ich finde das selber immer total spannend und so kann ich auch nochmal schauen, was ich das ganze Jahr über eingekauft habe. Ich werde euch nach der Reihe von Januar bis Dezember alle Produkte zeigen, die ich bei Amazon bestellt habe. Und natürlich verlinke ich euch alle Produkte wie immer unten in der Infobox. Vorab wünsche ich euch und eurer Familie natürlich das Allerbeste für das neue Jahr 2021. Viel Glück und Gesundheit. Ich habe euch das in meinem letzten Video schon mal drunter geschrieben, aber natürlich will ich euch persönlich auch nochmal alles Gute wünschen. Ja, wenn euch solche Amazon-Videos gefallen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich lade euch nämlich regelmäßig Amazon-Hauls oder Amazon-Must-Haves, Amazon-Geschenkideen und weitere Videos online. Ich würde mich auf jeden Fall richtig darüber freuen. Bevor es losgeht, habe ich natürlich auch wie immer noch eine Videofrage an euch. Und zwar würde mich heute interessieren, was eure beste Anschaffung in 2021 war. Also schreibt mir das doch auch sehr gerne mal in die Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, ich habe hier mein Handy. Ich filter jetzt mal die ganzen Amazon-Bestellungen von 2021. Oh Gott, ich bin schon so gespannt. Nach ganz unten gehe ich jetzt mal. Puh, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles bestellt habe. Ah ja, okay. Es ist losgegangen im Februar, also am 5.2. im Januar habe ich gar nichts bestellt. Genau, und zwar habe ich meine Kurkuma-Kapseln wieder bestellt von Nature Love. Die nehme ich immer, die nehme ich regelmäßig auch heute noch. Die sind nämlich sehr entzündungshemmend und ich habe oft im Mund solche Aften und Entzündungen und die habe ich momentan auch wieder. Das ist wirklich der Horror. Die tun so weh und deswegen habe ich jetzt meine Kurkuma-Dosis wieder ein bisschen erhöht. Dann geht es weiter mit dem 26.2. Da kommen auch nochmal so viele Vitamine. Und zwar habe ich einmal die Vitamin D3 und K2 Tropfen bestellt, eben in Tropfenform. Die sind super. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Da ist die Dosis ein Tropfen am Tag. Dann habe ich direkt mitbestellt die B12 Tropfen. Die sind auch total wichtig. Da kann man zwei Tropfen am Tag nehmen. Ist vor allem für Veganer und Vegetarier gut, weil B12 nimmt man nämlich am meisten durch Fleisch und sowas auf. Dann geht es weiter mit dem 12.3. Da kommt dann direkt nochmal Kurkuma. Okay, nochmal. Ein Monat später direkt, genau, ich hatte nämlich da auch so starke Entzündungen und habe dann eben total viel Kurkuma-Kapseln genommen. Habe da auch meine Dosis erhöht und dann waren die sofort leer. Normalerweise reichen die, glaube ich, für 3 Monate. Weiter geht es dann mit dem 21.3. Das ist ein Ostergeschenk, das ich für Bastis Mutter bestellt habe. Und zwar für Basti selber. Das ist ein Unkrautstecher von Fiskars. Ihr wisst ja, wir bauen momentan ein Haus. Die Playlist verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Infobox. Da geht es in den letzten Videos auch sehr spannend zu. Das Teil ist auch richtig cool. Damit bekommt man Unkraut und Löwenzahn aus dem Grasen oder aus den Beeten. Sehr gut. Man muss sich nicht mal bücken. Man muss einfach nur den Fuß draufstellen, zukneifen und dann bekommt man das Zeug schon raus. Ah, dann geht es weiter mit dem Muttertagsgeschenk von meiner Mama. Da habe ich ihr so eine schöne Tasse bestellt. Die konnte oder kann man personalisieren lassen. Und diesen Spruch drauf fand ich sowas von süß und rührend. Und zwar, liebe Mama, du hast mich liebevoll aufgezogen. Du hast mich zum Lachen gebracht. Du hast mir immer zugehört. Du hast mich in Schutz genommen, du hast meine Tränen getrocknet, du hast für mich zurückgesteckt, du hast mich in allem unterstützt, du hast mich fallen sehen und mich stark gemacht, mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Dafür danke ich dir und die Tasse fand ich so toll und auf der anderen Seite kann man eben seinen eigenen Namen personalisieren lassen, dann hat das Geschenk eben noch etwas Persönliches. Also für jeden, der ein Geschenk für die Mama braucht, ist das eine tolle Idee. Dann geht es weiter mit dem 29.04. und zwar ist das so ein Technikteil, das habe ich für meinen Papa bestellt. Keine Ahnung, irgendwas für den Computer. Sound Blaster. USB DAC Verstärker. Okay, keine Ahnung. Dann wann war das? Am 5.5. habe ich wieder Kurkuma bestellt. Also ich nehme, wie gesagt, Kurkuma jeden Tag. Und das ist auch made in Germany. Ist richtig gut. Dann habe ich ein Buch bestellt. Und zwar das hier. Das heißt, was andere über mich denken, darf mich nicht mehr lenken. Ist auch eine Empfehlung. Ich lese nämlich total gern solche Selbstentwicklungsbücher. Darum geht es einfach, wie man es selber schafft, nicht mehr ja, nach anderen zu leben, sozusagen. Und nicht mehr
sich so leiten lassen von den anderen, was die wohl über einen selber denken können. Am 19.06. habe ich dann auch wieder ein Buch bestellt, das ist richtig dick, das heißt Homebody, der Guide für ein Zuhause, das sie niemals mehr verlassen möchten. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung für diejenigen, die gerade in eine Wohnung gezogen sind, vielleicht ein Haus zusammenbauen oder auch die Wohnung oder Haus, in dem sie jetzt sind, neu einrichten möchten. Das ist wirklich total toll. In diesem Buch sind ganz, ganz viele tolle Ideen zum Einrichten, aber auch zum Organisieren und Deko-Tipps. Es wird jeder einzelne Raum durchgegangen, also wie Schlafzimmer, Esszimmer, Hauswirtschaftsraum, und dann gibt es auch immer eine Seite, da drauf stehen ganz viele Tipps und Tricks, was ihr in dem Raum haben müsst. Also total cool, vor allem jetzt für uns ganz toll, mit dem Hausbau einfach. Am 20.07. habe ich dann die Hyaluronkapseln nachbestellt. Die sind auch von Nature Love und die nehme ich auch täglich. Weiter geht es mit dem 2.08. Da habe ich hier ein Schmetterlingsbuch bestellt. Und zwar, welcher Schmetterling ist das? Da saßen wir im Garten und haben ganz viele Schmetterlinge gesehen. Mit meiner Mama und mit Basti zusammen. Und dann haben wir einen gesehen, den wir eben nicht zuordnen konnten. Und ja, und dann wollte ich mich auch persönlich mehr darüber informieren, über die Schmetterlinge und wie diejenigen eben heißen. Weil ich kenne eigentlich einfach nur vom Namen her den Zitronenfalter, den gelben, oder das Pfauenauge. Und mehr, ehrlich gesagt, nicht. Also bis zu dem Zeitpunkt. Und deswegen haben wir dieses Buch bestellt. Mit dem kann man 143 Arten eben ganz einfach bestimmen. Und das sind eben die Schmetterlinge, die bei uns in der Gegend oder in Deutschland rumfliegen. Am 9.8. habe ich dann Vitamin C bestellt. Das sind 365 Kapseln. Das hält eben für das ganze Jahr, finde ich total praktisch. Vitamin C nehme ich nämlich auch regelmäßig. Ah, ist momentan auch sogar reduziert. Könnt ihr sogar was sparen. Ist von Natural Elements. Und ja, wurde auch in Deutschland hergestellt und wird da produziert. Ist auch super. Dann geht es weiter mit dem 30.08. Und zwar habe ich da eine Handyhülle bestellt. Eine transparente. Für mein iPhone 12 Pro Max. Ich habe aber auch schon wieder eine neue drauf. Dann geht es weiter, genau, mit einem Geburtstagsgeschenk für Basti. Und zwar habe ich am 7.09. dieses Kissen bestellt von Black Roll. Da gibt es ja diese Faszienrolle, kennt ihr die? Und davon gibt es jetzt eben von der Marke auch noch so ein, ja, bestimmtes Kopfkissen. Das ist nämlich so ein orthopädisches Kissen für einen erholsamen Schlaf. Ist ergonomisch und passt sich eben auch an den Nacken und an den Kopf an. Und da Basti manchmal im Bett Rückenschmerzen bekommt, habe ich ihm das einfach mal bestellt. Kann man auch perfekt zum Reisen verwenden. Und er meinte, dass es echt ein bisschen besser dadurch geworden ist. Nimmt es aber jetzt nicht jeden Tag. Der wechselt da immer durch mit dem normalen Kissen, also Kopfkissen, und mit dem hier. Ah, dann geht es direkt weiter. Am 21.09. habe ich nochmal ein Geschenk für Basti bestellt. Dem habe ich nämlich ein AirTag gekauft. Und dazu habe ich auf Amazon eben diesen Schlüssel, diesen Anhänger dazu bestellt. So cool, schreibt mir mal gerne, ob ihr ein AirTag habt. Das würde mich auch interessieren. Ich habe jetzt einen zu Weihnachten bekommen. Dann geht es weiter mit dem 26.11. und da habe ich nochmal Kurkuma bestellt. Also ohne Kurkuma geht bei mir echt nichts. Das hat mir auch unterm Jahr mega geholfen. Ich weiß jetzt nicht, warum das so bei mir aktuell extrem ausgebrochen ist. Also das ist echt der Wahnsinn. Am 26.11. habe ich dann auch die Magnesiumkapseln genommen als Tipp. Die nehme ich immer, wenn ich Kopfschmerzen habe, anstatt einer Schmerztablette. Und das hilft wirklich. Das ist so krass. Also der Körper, der braucht einfach auch gewisse Dinge und Mineralstoffe, wenn es ihm schlecht geht. Und ich finde, man muss den nicht einfach immer mit Schmerzmittel vollpumpen. Deswegen, ich finde das so toll, dass es echt funktioniert mit dem Magnesium. Weiter geht es dann mit dem 8.12. und da habe ich mir dieses Kochbuch bestellt. Das heißt Vegan und Easy. 70 einfache und leckere vegane Rezepte, und ich fand das so interessant. Ich bin jetzt kein Veganer und Vegetarier, aber ich versuche auf jeden Fall weniger Fleisch zu essen und mich auch ab und zu mal vegan zu ernähren, weil ich finde die Produkte auch toll. Einfach mal was anderes ausprobieren. Es gibt immer mehr vegane, ja, Produkte in den Supermärkten, und die veganen
Ja, Essensgerichte, die schauen ja auch top aus. Und in dem Buch haben mich auch die richtig angefixt, weil die ganzen Rezepte, oh, die schauen so mega, mega lecker aus. Schaut euch mal diese Burger an. Oh Gott, wie gut sieht das bitte aus? Fand ich auch so praktisch. Mit wenig Aufwand kann man da vegan kochen. Ist auch Spiegel-Bestseller. Und von der Bianca Zapatka. Die ist auch eine Influencerin und von der gibt es noch weitere Bücher. Also total cool, wenn euch das interessiert. Dann habe ich am 10.12. ein Cuttermesser von Fiskars bestellt. Ich weiß gar nicht mehr warum. Für mich glaube ich, genau, weil es so günstig war. Das hat nur 1,49 gekostet. Deswegen habe ich das sofort bestellt. Dann geht es weiter, auch mit dem 10.12. Da habe ich von Microplane, das soll die beste Küchenreibe sein, eben das gekauft. Gibt es auch in verschiedenen Farben mit dem Griff. Fand ich total cool. Da gibt es richtig Auswahl, einfarbig und mit Muster. Ich habe mich aber dann doch ganz schlicht für schwarz entschieden. Ja, mit dieser Reibe kann man zum Beispiel Parmesan oder anderen Käse reiben, Ingwer oder auch Zitronenschalen zum Backen. Dann geht es weiter mit einem Spiel. Am 11.12. habe ich für Weihnachten dieses Wortblitzspiel gekauft. Kennt ihr das? Schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Wir haben es schon ausprobiert. Ich finde das richtig toll. Ich stehe total auf solche schnellen Spiele, wo man einfach schnell reagieren muss. Da werden Karten aufgedeckt mit einem Anfangsbuchstaben und einer Frage. Zum Beispiel ein Gemüse mit A und dann muss man ganz schnell eben ein Wort oder ein Gemüse eben mit A nennen und der, wo eben das als erstes gesagt hat, der bekommt die Karte. Dann geht es weiter mit dem 11.12. Das ist ein Geschenk für Basti. Ein Weihnachtsgeschenk. Noch eine Kleinigkeit dazu und zwar eine digitale Küchenwaage in Löffelform. Basti macht nämlich total oft Smoothies und ja, mit Protein und sowas, Joghurts und Bowls. Und da wiegt er immer auch ganz viel ab. Und ich fand, das ist eine coole Idee, weil mit dieser Löffelwaage kann man direkt in die Verpackung rein und muss dann nicht extra nochmal einen Löffel nehmen, muss das dann in die Schüssel reinmachen und dann abwiegen, sondern es geht einfach viel schneller mit dieser Löffelwaage. Total cool und ich kann mir das zum Backen auch total praktisch vorstellen. Ist auch überhaupt nicht teuer. Dann geht es weiter mit einem Wiegemesser von Westmark. Das sieht so aus. Das hat zwei so Klingen. Damit kann man auch zum Beispiel Kräuter schneiden. Und meine Mama meinte, dass die Kräuter dann eben schonender geschnitten werden, dass somit mehr Vitamine drin bleiben. Also auch total cool. Dann habe ich wieder für Basti einen Steckdosen-Cube gekauft. Der sieht so aus. Den fand ich auch total toll. Ich glaube, den bestelle ich mir selber für meinen Schreibtisch. Und zwar gibt es den auch in drei verschiedenen Farben. In Weiß eben, den habe ich bestellt. Dann in Grau und auch in Schwarz. Das ist eine Mehrfachsteckdose, einfach nur in so einer Cube-Form. Fand ich total schön auch und stylisch. Und der hat eben drei Anschlüsse für so normale Steckdosen, aber auch oder Stecker und drei USB-Stecker. Ist natürlich für den Schreibtisch optimal. Dann geht es weiter mit dem 17.12. Und da habe ich für meinen Papa noch ein Weihnachtsgeschenk bestellt. Und zwar diese Fünferpack scharfen Soßen, diese typisch asiatischen. Das sind die Sriracha-Soßen. Ja, hat er sich auch darüber gefreut. Der ist total gern scharf und probiert auch neue Soßen gern aus. Geht es weiter mit dem 20.12. Da habe ich wieder Zinktabletten gekauft. Meine sind leer. Und das sind halt Tabletten und keine Kapseln. Ich kann nämlich nicht so viel große Kapseln schlucken. Dann nehme ich Zink lieber in so einer kleinen Tablettenform. Die gibt es nämlich so auch. Ja, und das ist auch wieder eine Dosis für das ganze Jahr und ist auch überhaupt nicht teuer. Also echt eine gute Sache. Und vor allem wird das auch wieder in Deutschland hergestellt. Da schaue ich ja total drauf, was solche Vitamine und sowas betrifft. Ja, und am 22.12. habe ich dann für meine Mama noch dieses Set hier bestellt. Das sind nämlich essbare Blumen, die man selber im Garten ansäen kann. Fand ich auch so toll. Darauf bin ich auch schon gespannt, ob das was wird. Und die kann man dann einfach in Gerichte mit reinmachen, im Sommer in Salate oder sowas.
Und ja, fand ich auch total interessant. Auf jeden Fall ist da auch Kapuzinergresse dabei und Kapuzinergresse wollten wir sowieso mal anbauen. Das ist nämlich das pflanzliche Antibiotikum. In diesem Set gibt es ganze 6 verschiedene Blumensorten. Ja, und das war's jetzt auch schon wieder mit den ganzen Bestellungen, die ich gemacht habe. Ich finde, das ist jetzt gar nicht mal so viel. Ich übertreibe auch bei Amazon ehrlich gesagt nicht. Ich bestelle wirklich nur das Nötigste und ja, das ich auch brauchen kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch dem gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.